Springen wir gleich nochmal runter. Und baden im Öl. Schwarzes Gold! Schwarzes Gold! Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Vielleicht soll ich noch was sagen. Och nö, lass mal gut sein. Ich könnte natürlich auch den Hübenstein abbauen. Wo will ich das sprengen? Aufpassen, damit ich da nicht irgendwie scheiße baue. Zu spät! Ja, verdammt. So. Wir sichern. Spielstand gespeichert. Gesichert. Oder irgendwie so war das. Ach, die Hälfte. Deine Viertelrunde zum Monster. Nein. Das Monster hat einen meiner Steine. Ich habe eben schon wieder ein Gold ausgeben müssen. 5 Gold. Hallo, geh da weg. Geht doch da weg. Ach so, so mal. Schön, wie es sich da rausglitschen kann. Weil ich ihn direkt steuern kann, oder ist nicht. Geh so voll auf den Sack, du scheiß Monster. Ich kann das Vieh gescheit töten. Hey, vielleicht soll ich da unten ein Haus hinbauen. Vielleicht kann ich es damit auch töten, wie der scheiß Vogel. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier wieder raus kann. Und ich sehe nämlich gerade recht wenig. So geht's. Hey. Fünf. Kein 6, sondern 5. Gut, gut, gut. Ah, dann laufen wir nochmal rüber. Da waren wir heute noch nicht. Alter, das war eine Lüge. Aber eine Lüge, die ihr geglaubt habt. Ja, ganz bestimmt. So, wir graben nochmal da runter. Und da rüber. Geschnauft. Ja. Meine Reime und so, ne? Meine Versuche zu reimen. In irgendeiner Form. Sind immer total toll. Ich merke schon wieder, dass ich Pausen zwischen dem Reden mache. Ich hole gelegentlich Luft, während ich rede. Manchmal denke ich sogar, wenn ich. Na gut, das nicht, aber. Es klingt gut, wenn man es sagt. Also merkt euch, wenn ihr mal beim nächsten Bewerbungsgespräch seid, ne? Also das Bier nicht gleich mit reinnehmen, auch den Schnaps und so, ne? Nein, gut, die werden trotzdem bemerken, dass ihr total besoffen seid und den Job gar nicht wollt. Aber darum geht's jetzt nicht. Was macht ihr da? Hallo? 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 Kommt tiefer, aber. Hä? Nein, das ist noch ein Stück Graben. In den Goldklumpen. Also. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau, so. Bier lasst ihr draußen, Alkohol und so, ne? Oder einen Kasten. Oder eine Kiste Schnaps und so. Und. Dann geht er da rein, dann redet er da und dann erwähnt er irgendwo, dass er reden gelegentlich sogar mal denkt, ne? Also das stimmt zwar nicht und man merkt es auch, aber es kommt auf jeden Fall schon mal gut, wenn man das sagt. Ich speichere nochmal auf 2. Verblüfft mich selbst. Also ich weiß selbst immer nicht, wo ich vorher speichere. Also vorher weiß ich immer... Ich weiß vorher immer selbst nicht, wo ich speichere. Das ist spontane Selbstüberraschung.
Säge, weil kosten 2 Stahl, 6 Holz. Ich brauche noch ein Windrad. Zäh Holz. Ja, wenn ich zäh Holz habe, dann brauche ich es. Oh Gott, ich kriege 10 Holz zusammen. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt das Stein dafür zusammenbekomme. Schau mir doch an, die. Ja, mal wieder durch meine Tunnelanlagen laufen. Schmilzt das Wasser noch? Schmilzt das Wasser noch mal, ja. Friert das Wasser noch mal, meine ich. Lehm bringt doch auch Geld, oder? Ja. Würde ich sagen, ich hole mir jetzt erstmal den ganzen Lehm. Also Geld werde ich wohl auch noch ein bisschen brauchen. Muss ich jetzt auch noch mehrere Lehmbrocken. Wie Kraft ich habe. Ich kann mein eigenes Körpergewicht an der Wand halten. An der Decke meine ich. Nein! Das soll es doch so. So will ich das tun. Okay, was soll's. Dead End. Notiz, Schild aufstellen. Später. Nee, hier hin. Warum kann ich meine Hütten nicht aus Lehm statt aus Stein bauen? Ach ja, weil ich kein Amerikaner bin. Wir bauen ja richtige Häuser. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum diese ganzen Horrorfilme mit den verrückten Axtmördern immer in Amerika spielen? Ganz einfach, weil die haben nur so billige Spanplattenhäuser und Axtfaust billige Spanplatte funktioniert. In Deutschland haben wir aber massive Steinhäuser und Axtfaust gegen massive Steinwand, das funktioniert nicht so wirklich. Deswegen kann man auch keine Axtmörder-Horrorfilme in Deutschland drehen. Weil das funktioniert einfach nicht, wie gesagt, ne? Komm da einfach nicht durch. Hingegen mein Nazi-Film natürlich nur in Deutschland drehen kann, weil wir leben ja nur Nazis, ne? Würde ich mal sagen, ja, also. Ich kenne jetzt keinen Deutschen, der kein Nicht-Nazi ist, ne? Also. Also da hätten wir erstmal die ganzen Abonnenten, wo ich hab, ne? Das sind alles irgendwie so Rassisten und so, ne? Manche davon sind sogar linksliberal, also ganz gefährliche Leute. Also da muss man schon aufpassen, weil vor allem wenn man so Videos auf YouTube macht, dann zieht man schnell so komische Leute an, die sich Gamer nennen und das sind lauso Freaks und radikal und alles so langhaarige Bombenleger und rauchen irgendwelches merkwürdige Zeug. Ehrlich, sag ich euch. Aber zum Glück gibt es ja noch Deutsche, die den Park sauber halten. Ne? Also, da ist nichts mit Kopftuch. Jetzt gleich mal einen Baseballschläger aufs Gesicht zur Erinnerung. Ne? Weil dann merkt man sich's besser, wenn man einen Baseballschläger aufs Gesicht bekommt, merkt man sich Sachen besser. Also, wenn ihr das nächste Mal was lernt für die Schule, ne, also, sobald ihr fertig seid, dann lernt ihr Baseballschläger und schlagt damit voll ins Gesicht. Voll drauf, ne, oder auf den Kopf, oder halt voll drauf, ne. Und schlagt euch zwischen die Beine, das funktioniert auch. Also, einfach nur voll drauf zünden, dann merkt ihr euch besser, was ihr gelernt habt, besser. Und schreibt dann eine 1. Oder auch nicht, das hängt ganz drauf an, wie dumm ihr seid. Gut, jetzt haben wir einen Abonnenten, ne? Also ihr könnt froh sein, wenn ihr in einen Punkt schreibt, aber darum geht's jetzt gerade nicht. Ich weiß doch, dass in unserer ehemaligen Klasse einer war, der total super Deutsch gekonnt, also Schreiben meine ich, und also Diktaten, ne? Und ja. Der hat da immer so locker 50, 60 Fehler reingeknallt. Fand ich schon beachtlich. Und
bei irgendeinem Diktat hat unser Lehrer einfach nur unendlich Zeichen daneben gemacht, weil er keinen Bock mehr hatte, die ganzen Fehler zu zählen. Ja, also, da weiß man, der kann Deutsch. Das ist ein echter Deutscher. Ach so, packt er sich immer. Es sind zwei und da liegt schon wieder ein Ei. Will er mich eigentlich verarschen? Jetzt habe ich gehofft, das Vieh wird weggehen und ich könnte das Ei klauen und verkaufen, aber das packt jetzt wohl an der Wand rum. Toll. Tolles Spiel. So. Ich brauche immer noch zwei Steine. Wir speichern auf 3. Tja. Okay, jetzt verkaufen wir erstmal. Aus Lehm können Wände und Brücken gebaut werden. Quer durch Doppelklick auf Graben. Ich klapp gleich mal deinen Kopf, Kleiner. Holen wir uns ein bisschen Stein. Steine! Ich könnte es da unten reinwerfen und schauen, was die Viecher dann sagen. Holla! Stein, ich bin steinreich! Steinreich, kapiert, steinreicher, Steine! Voll lustig, ne? Oh, den habe ich sogar bekommen. Ja, ich komme da nicht hoch. Wo fliegt denn der hin, wenn ich den werf? Und der? Der schlägt mich. So. Rum. Ja, ich denke, das sollte meinen Steinbedarf dann decken. Jetzt muss ich noch alles darauf bringen. Ja doch, ich muss es alles darauf bringen. Nein! Verdammt, ich darf es also nicht so machen. Gut, dass wir das festgestellt haben, bevor es zu spät ist. Bis spät war, wie auch immer. So, jetzt würde ich sagen, ich fange an den ersten... Oben hin. Oh Gott, hab ich überhaupt genug Platz für so 6 solche Häuser? Hab ich genug Platz für 6? 2, 3, 4, 1. Er nimmt sogar gleich direkt das Richtige. Hätte ich jetzt ja nicht erwartet, aber gut. Schweren wir uns mal nicht. Nee, da brauche ich es nicht hin. Brauche ich das jetzt hin? Ich steuere dich manuell über. So, jetzt ist alles wieder hin. Stein um Stein mauer ich mich ein. Und ich hab kein Wein. Bring ich eben Schnaps. Was soll's? Alles Holz. Reimen. Lerne reimen oder zu schleimen. Lerne motzen ohne zu kotzen. Darauf. So, wer weiß, woher das kommt. Reimen ohne zu schleimen. Na, wer kennt's? Wer kennt's? Wer kennt die Serie? Sollte man kennen? Genial, habe ich auf USB-Festplatte alle 5 Staffeln. Nur die eine Vollgartenspinner, die da fehlen. Glaube ich. Geniale Serie. Bin mal gespannt, wer die kennt. Niemand. Spaß. So,
ich nochmal eine USB-Festplatte. Stromberg, alle vier Staffeln. Ach Gott. Stromberg ist die Hölle. Das ist ja Erika. Da würde ich die Wolke von der Statik hier aber nochmal durchrechnen. Ach, leck mich. Oh ja, jetzt. Film und ein paar Folgen, ja, das sind so Special Boxes oder so, waren das. Coole Sache. Leider nicht alle. Dann, gut, ich hatte mal die Simpsons Staffel 1 bis 17. Ein halber, aber naja. Ich musste dann der anderen Serie weichen. Also rein, ohne zu schleimen. Was habe ich noch? Auch mal A-Team Staffel 3 und 4. Episch. Fehlt nur noch MacGyver. Das ist bestimmt irgendwo im Internet. Das wären mal noch zwei Steine. Dann holen wir die besser mal noch. Egal, das ist das Wichtigste, ne? Das reicht für stundenlange Unterhaltung. So wie Klonk. Nur lustiger. Ach ja. Baumaterial. Kein Baumaterial. Nur kein Baumaterial ist gutes Baumaterial. So, kommen wir fertig. Ein Steinhaus können wir noch bauen, das machen wir auch noch und dann auf hier, ne? Und dazu holen wir uns erstmal jetzt hier, ne? Ist kein Holz verfügbar. Das ist irgendwie ungünstig, weil ich nämlich noch 12 solche scheiß Dinger brauche. Sehr schön. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Und ich glaube, ich muss die Flagge nachher nochmal umpositionieren, damit ich das Holz direkt da drüben kaufen kann. Nein. Ich wünschte, ich hätte da unten was freigesprengt. Ach. Was soll's. Aber ich würde sagen, wir machen ausnahmsweise mal richtig Fortschritte. Vielleicht mal einkaufen gehen. Bevor es wieder weg ist. Für die ganzen anderen Gier, die ich mit Klonk-Spiel alles gekauft habe. Ach, es ist so unglaublich spannend, von A nach B zu laufen. Das Schlimme ist, selbst wenn ich mir einen zweiten Klonk kaufen würde, was ich momentan nicht kann, weil ich so wenig Geld habe, würde mir nichts bringen, da alleine der Klonk den Weg eh nie findet. Oder spielt jemand mit mehr als ein Klonk auf einmal? Ich meine, gut, bei simplen Sachen vielleicht zwei oder drei, ja, wenn man noch ganz simple Sachen nebenbei macht, aber realistisch gesehen bringt das de facto mal gar nichts, mit mehr als einem Klonk zu spielen, also finde ich jetzt. Und ich weiß es besser als ihr, also. Ja, ich weiß.
Scheiße, du brauchst auch Stein und so. Schon mal da oben. Sparen wir uns 2 Sekunden Arbeit. Noch wieder da lang. Da kommt der scheiß Vogel nicht. Kann auch nicht auf mein Auto kacken. Auch nicht auf die schnellen Schuhe. Ach ja. So geht ein harter Arbeitstag den Bach runter. Ich meine, dem Ende entgegen. Oh, ich sehe gerade, ich habe überhaupt nicht aufgenommen. Ha. Der Fraps-Zeiger buggt. Der ist rot, obwohl ich nicht aufnehme. Boah, so ein Bug, ey. Ich glaube, da fahre ich persönlich zu einem Fraps-Programmierer und schlag die, wenn die mal so einen Bug einbauen und ihn nicht umgehend fixen. Bevor ich die Version benutze. Also, ich habe 5 Stunden aufgenommen und nichts ist da. Fail. Nicht bauen, nee, geh weg. Bauen ist böse, bist Maurer, du arbeitest nicht. Hör auf. Der letzte Stein für heute und das Monster auch immer noch da. Wahrscheinlich kriegst du gleich noch einen Bruder. Ich weiß jetzt die Frage, wie zeugen die überhaupt Nachwuchs? Mit mir schimpfst, du Idiot! Warum glaubst du, hab ich meinen Schwanz hinten? Warum glaubst du, ist er so groß? Dummer Mensch. Willst du, ne? Komm schon. Mach mal hinter hier. Mach schon, wer fertig. Nice. Noch 4 Steinhäuser. Speichern wir. So, und damit ist der endgültige Schluss für heute. Ja, wie gesagt, Schluss. Das war's für heute mit Klunk in der Wür. Und wenn mir jemand erklären kann, warum das jetzt blau geworden ist, erklärt's mir. Keine Ahnung warum, da hinten ist noch ein Vogel. Ja, doch, läuft das sogar halbwegs akzeptabel. Ich mache jetzt Feierabend und sag auf Wiedersehen.